Weihnachten steht vor der Tür. Auch die Tiere spüren, dass in dieser Jahreszeit etwas anders ist als sonst. So zum Beispiel im Tierheim Lette. Derzeit sind nur wenige Tiere dort untergebracht. Diese sollen es aber zu Weihnachten besonders gut haben. Also ich habe immer eine Fleischwurst dabei am Heiligabend und dann geht man einmal durch die Zwinger und die Katzen, die bekommen eine Dose Thunfisch. Und also die sollen ja auch merken, dass es irgendwie ein besonderer Tag ist. Ja, vor langer Zeit gab es hier einfach nur eine Legebatterie, eine Hühnerlegebatterie und es hatte sich ein Tierschutzverein gegründet und man merkte dann doch, dass der Bedarf da war eines Tierheims und dann wurde hier die ersten Räumlichkeiten angemietet und mit der Zeit ist das Tierheim also immer weiter ausgebaut worden, den Tierzahlen entsprechend. Die Verantwortlichen des Tierheims Lette können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Rund 900 Tiere konnten an neue Besitzer vermittelt werden. Weitere Interessenten sind vorhanden. Auch dieser Hund hat bereits ein neues Herrchen gefunden und wird morgen abgeholt. Das sind dann die sogenannten Spaziergänger, die dann nachmittags zu unseren Öffnungszeiten kommen und unsere Hunde ausführen. Wir haben momentan sehr wenig Kleintiere, also ein Kaninchen, dafür aber so um die 15 Hunde und um die 40 Katzen, um einfach einen Überblick zu haben. Ein Tier als Geschenk zu Weihnachten, davon halten die Verantwortlichen des Tierheims nichts. Generell ein Tier als Geschenk kann ich nur ablehnen, weil ein Tier ist kein Gegenstand, es ist ein Lebewesen und das sollte man nicht verschenken. Wenn man sich wirklich dazu entschließt und vielleicht aus finanziellen Gründen, dass man sagt, es ist ja auch nicht so billig, sich ein Tier anzuschaffen, wir verlegen das mit dem Weihnachtsgeschenk zusammen, dann kann man ja vielleicht symbolisch einen Hundenapf schenken oder eine Katzen, einen Kratzbaum und dann sagen, im neuen Jahr, wenn alles wieder in Ruhe hat, dann gucken wir uns mal um und schauen nach dem passenden Tier dann dazu. Ja, und wir als Personal, gerade in der Weihnachtszeit, sind natürlich sehr darauf bedacht, dass wir die Leute noch mehr prüfen. Das heißt, dass es eben kein Geschenk wird, sondern ein neues Familienmitglied. Und da ist uns auch sehr wichtig, dass die Menschen halt sehr oft kommen, die Tiere kennenlernen, dass wir auch die Interessenten gut kennenlernen. Und nur dann erfolgt auch die Vermittlung. Ein Leckerli für die Hunde, Katzen und den einsamen Kanarienvogel. Die Organisatoren hoffen auch jetzt wieder auf freiwillige Spender bzw. interessierte Menschen, die im Tierschutzverein Mitglied werden wollen. So wie Jürgen Drews und seine Frau Ramona.